unter einer Katheteruntersuchung versteht man eine Art der Untersuchung, bei der eine Sonde, eben ein Katheter, bis zur Aortenklappe vorgeschoben wird über die Hauptschlagader. Das klingt jetzt schlimmer als es ist. Es wird heutzutage in 99% der Fälle die Arteria radialis punktiert, also einfach eine kleine Punktion nach lokaler Betäubung am Handgelenk, üblicherweise am rechten Handgelenk. Danach hat man eigentlich kaum noch Unannehmlichkeiten von der Untersuchung, das ist nicht schmerzhaft. Es wird über die Armarterie ein dünnes Röhrchen, eben das sogenannte Katheter, vorgeschoben bis zu den Abgängen der Herzkranzgefäße von der Hauptschlagader. Und in die Herzkranzgefäße wird dann Kontrastmittel hineingespritzt, sehr kleine Mengen, die man nicht als Wärme wahrnimmt. Und es werden dann Filmaufnahmen gemacht, wie das Kontrastmittel die Herzkranzgefäße füllt. Der günstige Fall ist, es finden sich keine Engstellen und es reicht, den Menschen sein Risikoprofil abzubauen und medikamentös zu behandeln. Wenn sich aber Engstellen finden, die den Blutfluss stark behindern, dann kann man das in sehr vielen, oder man muss fast sagen, in den meisten Fällen mit Stents sehr gut behandeln. Ein Stent ist ein kleines Gitterröhrchen, das mit einem zunächst noch nicht entfalteten Ballon in diese Engstelle hineingeschoben wird. Dieser Ballon, der den Stent dann aufdehnt, wird mit Flüssigkeit und Druck befüllt, hydraulisch befüllt, und weitet diese Engstelle auf. Dieses Gitterröhrchen ist eine Art Gefäßschiene, die dann mithilft, das dauerhaft offen zu halten und sehr gute Langzeitergebnisse bringt. Wir bieten hier im Institut für interventionelle Kardiologie und Gefäßmedizin eigentlich fast alles an, was ein Herz-Kreislauf-Patient benötigt. Wir haben Kardiologen hier im Haus, was ja überhaupt die wichtigste Interventionsmöglichkeit ist, dass einmal der Fachmann den Patienten sieht. Wir können viele nicht-invasive Untersuchungen durchführen, natürlich Herzultraschall, natürlich Belastungs-EKG, aber auch ein Coronar-CT. Das ist ein Verfahren, das zunächst nicht-invasiv eine sehr gute Möglichkeit der Bildgebung bietet. Und wenn sich in diesem Verfahren zum Beispiel zeigt, dass der dringende Verdacht auf Engstellen in den Kranzgefäßen besteht, können wir auch unmittelbar zu einer Katheteruntersuchung weiterschreiten. Ja, also wir haben hier technisch eine sehr gute Ausstattung, die uns die Behandlung der Herz-Kreislauf-Patienten sehr umfassend ermöglicht. Wenn Patienten Herzbeschwerden verspüren, dann ist ja meistens der erste Weg zu ihrem Stammarzt, zu ihrem Behandelnden. Die Kollegen erkennen das dann, können das dann entsprechend zuweisen und werden in den allermeisten Fällen bereits nicht-invasive Untersuchungen fahren lassen, zum Beispiel eben ein Coronar-CT oder auch eine Myokardszintigraphie oder eine andere Funktionsuntersuchung. Und der normale, typische Weg ist dann der, dass die behandelnden Ärzte uns die Patienten zuweisen zur weiterführenden Diagnostik durch Katheteruntersuchung. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Patienten sich direkt an uns wenden. Das kommt auch nicht so selten vor. Wenn bereits Befunde erhoben wurden oder wenn auch der subjektive Verdacht auf eine Erkrankung besteht, spricht nichts dagegen, dass sich Patienten direkt an uns wenden und wir die entsprechenden Voruntersuchungen veranlassen. Ich denke, die Patienten sollten deswegen zu uns kommen, weil sie bei uns sehr gut behandelt werden. Und das ist fast noch wichtiger, würde ich meinen, dass es bei uns keine langen Wartezeiten gibt. Wir können in der Regel binnen 1 bis 2 Wochen einen Termin für eine Katheteruntersuchung zur Verfügung stellen. Wenn sich ein Patient schon selbst denkt, er sollte einmal einen Arzt aufsuchen, weil er das Gefühl hat, es ist irgendwas nicht in Ordnung im Herz, dann sollte man diesem Gefühl folgen und man sollte das nicht aufschieben. Also man sollte sowohl eine medizinische Hilfe einmal primär in Anspruch nehmen. Wenn aber dann ein Spezialist sagt, naja, passen Sie auf, da sollte man eigentlich eine Katheteruntersuchung, eine Coronarangiographie durchführen, dann sollte man dem aber auch positiv gegenüberstehen. Es gibt eigentlich keinen Grund, sich vor der Katheteruntersuchung zu fürchten. Man sollte das nicht hintanstellen. Es gibt da viel mehr Grund, sich vor der Grunderkrankung zu fürchten. Also bitte den Arzt aufsuchen, wenn man Herzbeschwerden hat. Und wenn eine Katheteruntersuchung vom Arzt indiziert wird und notwendig ist, dann nicht aufschieben.